Der Körper wird durch Alfalfa ausgetrickst. Er ersetzt ein Molekül, was wir im Körper brauchen, durch ein strukturell ähnliches, welches aber auf Dauer nachgewiesenermaßen Schäden anrichtet. Ich habe lange und intensiv recherchiert, bevor ich dieses Video gemacht habe. Auch was der Keimvorgang beim Alfalfa genau für eine Wirkung hat, warum es nicht besser ist, das Ding langkeimen zu lassen, im Gegensatz zu vielen Quellen, die es gibt, und alles, was damit zusammenhängt, alle wissenschaftlichen Quellen und Studien, das erfährst du heute. Unten auch alles in der Infobox für die Leute, die dann selber noch recherchieren wollen. Das trifft mich echt hart. Aber ich wäre nicht der, der ich bin, wenn ich dir nicht offen und ehrlich dich auf den aktuellen Stand meines Wissens bringen würde, auch wenn sich der mittlerweile ein Stück weit geändert hat. Alfalfa-Sprossen zählten zu den 6 Sprossenarten, die ich am häufigsten mache, aber nun komplett aus meiner Ernährung streichen werde. Heute erkläre ich dir Stück für Stück, warum. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Alfalfa-Sprossen enthalten eine Verbindung namens L-Cannavanin. Das ist eine nicht proteinogene Aminosäure, die strukturell der Aminosäure L-Arginin sehr ähnlich ist. Das Problem ist nun, dass der Körper aufgrund der Strukturähnlichkeit L-Cannavanin nicht wirklich von L-Arginin unterscheiden kann. Was dann passiert, ist tragisch. L-Cannavanin wird versehentlich anstelle von L-Arginin zur Herstellung von Proteinen im Körper verwendet. Du musst dir das so vorstellen. Ich baue ein Haus mit schönen festen Lehmziegeln. Aber auf einmal, da liefert mein Hersteller plötzlich Ziegel, die zwar wie Ziegel aussehen, aber in Wahrheit aus Glas sind und nur außen wie Lehm angemalt sind. Die sind innen hohl und bei Belastung brechen diese Ziegel zusammen. Proteine, die L-Cannavanin anstelle von L-Arginin enthalten, können ihre üblichen Aufgaben im Körper nicht erfüllen. Aber nicht nur das. Sie sind dann nicht Müll, der irgendwie entsorgt wird, alles ist gut. Darüber hinaus können diese falschen Lehmhäuser, diese falschen Proteine, sowohl die Enzymaktivität als auch den Stoffwechsel in unserem Körper stören. Das hat eine Studie herausgefunden. Die Auswirkungen können diverse Entzündungserkrankungen sein, wie Lupus erythematodes. Das siehst du hier, wie das aussieht. Und generell sind Entzündungen, auch wenn sie nicht sichtbar sind, wie in dem Fall, fast immer ein Problem in unserem Körper. Fast immer. Jede Krankheit wird irgendwie durch Entzündung entweder ausgelöst oder unterstützt. Eine weitere Studie hat Alfalfa-Samen zur Cholesterinsenkung eingesetzt. Ja, Cholesterin wurde gesenkt, wunderbar. Aber auch eine Vergrößerung der Milz wurde signifikant festgestellt. Die Links sind alle unten. Mir ist klar, du kannst zu jeder Pflanze, und wir kommen gleich, weil du vielleicht jetzt sagst, ja, Alfalfa-Samen, du musst sie keimen lassen, kommen wir gleich dazu. Du kannst zu jeder Pflanze irgendwelche Fraßgifte finden, ne? Das ist auch klar, die potenziell schädlich sind. Aber kannst auch gar nichts mehr essen. Man muss wirklich auch schauen und reingehen, in welchen Mengen und wie verhält sich dieses L-Cannavanin, vor allem beim Keimen, wird das dann eventuell abgebaut oder was passiert bei diesem Prozess? Also da kommen wir noch dazu. Hier gibt es auf jeden Fall ganz klar Studien, die belegen, dass Alfalfa in normalen Dosierungen konkrete Auswirkungen auf deine Gesundheit hat. Es gibt eine Studie, in der Patienten, die einen Krebs überwunden hatten und in Remission waren, nachdem sie Alfalfa eingenommen haben, wieder einen Rückfall bekommen haben. Kommen wir direkt mal zum Keimprozess. Ich will aber nicht zu lange, weil das ist entscheidend. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass sich alle Fraßgifte pauschal abbauen, wenn man keimt. Sprossen über alles, Sprossen ist das Beste, keimen lassen. Das ist aber nicht wahr, weil das Sprossen sind unreife Lebensmittel. Erst wenn sie eine Pflanze sind, dann sind sie eventuell gut. Man muss wie in allen Lebenslagen genau differenzieren. Man hat in einer Studie, wie man hier sieht, ganz klar herausgefunden, dass sich das L-Cannavanin nicht abbaut, sogar im Keimprozess noch zunimmt. Und das widerspricht vielen Aussagen im Internet. Aber genau das ist das, was ich immer wieder gebetsmühlenartig dir auf den Weg geben möchte. In dieser Zeit, in der wir leben, wird einfach 100-mal was gesagt, dann wird das 100-mal geteilt und dann millionenfach zitiert. Und dann werden auch Bücher drüber geschrieben und dann ist es plötzlich Wahrheit. Ohne Quellen, ohne wissenschaftlichen Background oder nur aufgrund einer Ideologie. Und die gibt es in jeder Richtung. Es ist nicht alles gut, was Rohkost ist, es ist auch nicht alles gut, was rechts ist oder was links ist oder sonst was. Differenzieren. Natürlich kann es Dinge geben, die einfach wissenschaftlich noch nicht erforscht worden sind. Das gibt's, na klar. Jeden Tag werden neue Theorien aufgestellt und das ist gut. Es muss nicht alles schon Wissen sein.
So entwickeln wir uns weiter mit Theorien. Aber diese Theorien müssen bestätigt oder eben falsifiziert werden. Und dafür gibt es klare Regeln wie Reproduktion. Und wir können uns nicht darauf verlassen, ewig irgendwelche Informationen, die im Raum schwirren und die eigene Ideologie stärken, immer wieder zu bedienen. Was bedeutet das nun konkret für die Alfalfa-Sprossen? Also, da die Studien hauptsächlich auch bei normaler Dosierung von L-Cannavanin-Luzanne durchgeführt worden sind und Sprossen eben sogar noch mehr L-Cannavanin entwickeln, würde ich jeden Menschen davon abraten, Alfalfa-Sprossen dauerhaft einzunehmen. Ganz eindeutig, ich sehe keinen Sinn, nicht die Alfalfa-Sprossen durch die recht ähnlichen, aber bisher nach meinen Informationen als ungefährlich anzusehenden Brokkolisprossen zu ersetzen. Nimm einfach Brokkoli. Ich habe genau das getan. Genau das habe ich jetzt getan. Ich habe meine alten Alfalfa, nachdem ich jetzt recherchiert habe, genau überlegt, ob ich sie verschenke. Nein, ich habe sie nicht verschenkt, weil ich wirklich davon überzeugt bin von der Schädlichkeit. Sondern ich habe sie in meinen Garten in den Kompost geschmissen und mir dafür ein Paket Brokkolisprossen gekauft. Und wer mich kennt, wird wissen, Lebensmittel wegschmeißen geht normalerweise gar nicht. Also ja, ich habe dir das Paket, was ich gekauft habe, unten verlinkt, die Brokkolisprossen. Das war das preiswerteste Bioprodukt, was ich gefunden habe. Ne, wenn du was Preiswerteres findest, kannst du es gerne auch verlinken. Ja, ich muss mir jetzt ein bisschen an den schärferen Geschmack von den Brokkolisprossen gewöhnen. Und ja, naja, wenn ich das nicht packe, bleibe ich eben bei Linsen und bei Mungbohnen, bei Süßlupinen, Kichererbsen. Und auch da gibt es einige, gerade bei den Kichererbsen, Aussagen zur Bedenklichkeit. Aber nicht derart deutliche wissenschaftliche Beweise, wo ich wirklich sage, nee, das ist zu für mich erschlagend. Ich habe dir alle Studien selbstverständlich unten verlinkt und ich werde auch in Zukunft auch Kommentare bevorzugen, die ihre Quellen angegeben haben. Ne? Es ist einfach sehr, sehr schwer für mich, 100-mal Kommentare zu beantworten, einfach so Statements wie Kohlenhydrate machen dick oder Weizen ist ungesund, da zu antworten und ich belege meine Sachen und die andere Partei belegt es nicht. Und diese Zeit könnte ich nutzen, um für dich mehr zu analysieren und für die Menschen, die wirklich auf Inhalt auch und auf Quellen Wert legen, da ein bisschen mehr Content zu schaffen. Also da ist meiner Meinung nach der Fokus auf das Problem zu legen, also den Menschen, der das nicht möchte, nicht gut. Ich möchte dann eher den Fokus auf die Lösung legen. Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und die wirklich seriös diskutieren wollen mit Quellenangaben. Und ja. Und diese Gruppe von Menschen war seit Jahrtausenden immer wieder der Vorreiter für eine weitere Entwicklung und auch für deine persönliche Entwicklung, nicht nur für die Menschheit. Okay, also die Lösung für mich ist sehr einfach. Bye bye Alfalfa, welcome Brokkolisprossen. Keine Ahnung, wie die das geht, liest dir die Studien durch und schau mal, was deine Entscheidung ist. Wollte dir das unbedingt mitteilen. Wenn du mehr Informationen möchtest oder wenn du weitere Informationen möchtest, dreimal die Woche aktuelle Studien, aktuelles Wissen, Inspiration und hin und wieder mal ein lustiges Unpacking, dann abonniere diesen Kanal oder werde Kanalmitglied. Freue mich. Bis bald, dein Samu.